Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft Classic The Burning Crusade. Wir machen uns jetzt mal auf und gucken, welche Aufgaben wir hier alle erledigt kriegen. Ich glaube, jetzt erstmal die Moda-Fälle werde ich mir mal vornehmen. Die waren ja hier in der Ecke, ne? Und hier müssen wir eh lang. Hier geht's zu Agamants Mühle. Wenn ich mich nicht total irre. Also ich glaube aber, das ist richtig. Es ist schon so lang her. Ach, ein anderer Spieler. Oh Gott. Level 66. Was machst denn du in Brill? Ja. Ich jetzt ein paar Tage nicht gespielt, weil ich Besuch hatte. So Real-Life-Sozialinteraktion, das ist schon sehr spannend, wenn man das länger nicht hatte. Jetzt muss ich erstmal überlegen wieder. Ach ja, ich habe zuletzt meine Priesterin in Retail gespielt. Und habe gerade überhaupt gar keinen Plan mehr gehabt, was meine Priesterin hier kann. Aber das ist nicht so viel wie die in Retail. Ja, das ist wirklich sehr, sehr krasser Unterschied. Ich habe es schon mal gesagt, ich kann es immer nur wieder betonen, wie krass der Unterschied ist. Und wie entschleunigt Classic ist. Also im Positiven jetzt. Es ist einfach sehr schön, hier durch die Gegend zu laufen und auch wenn das Laufen alles was länger dauert und so, aber es ist trotzdem sehr schön. Es macht sehr viel Spaß. Ich hoffe, keine Untoten. Weg zu haben, wenn ich hier versuche, irgendwelche Blumen zu pflücken. Keine Zombies im Weg. Bitte kein Fehlversuch. Gott sei Dank. Diese Fehlversuche machen mich immer ganz kribbelig. Dann denke ich immer so, wow, jetzt passiert irgendwas. So. Bin fest davon überzeugt, dass es hier auch eine Quest bei denen gab, die irgendwie diese Typen auf dem Feld beinhaltet. Aber vielleicht war das wirklich... Vielleicht war das auch später? Und wer seid ihr? Ich repariere mich mal gerade. Es war mir schon aufgefallen, dass ich nicht ganz so... wow. Ja, vielleicht muss ich mal irgendwie überlegen... Also der Gürtel, die Stiefel und die Handschuhe sind schon echt. Die dunkle Fürstin schütze euch. Ich meine, in erster Linie wollen wir ja sowieso eigentlich nicht getroffen werden, aber es ist halt oft nicht zu verhindern. Okay. Ah, schön. Geht doch jetzt. Ja, so langsam wird es besser. Ist zwar immer noch... Ich glaube, 25 ist der nächste Fertigkeitscap, ne? So. Nee, in den wollte ich jetzt nicht reinlaufen. Ich wollte zurück zur Straße... Und weiter. Um mich mit den Moderfellgnollen zu beschäftigen. Ich weiß nicht, wo die Bastarde sind. Ich gehe jetzt erstmal die Straße, weil es halt sicherer ist. Weitestgehend. Sind halt erst Level 8. Das ist, gucken. Okay,
Okay, ist kein Vampir Nachtsauger. Da muss man echt aufpassen, die sind so heftig. Und diese Verfluchten, dann rennt da ja noch irgendwo dieser Elite. Boah, das sind die... Nee, das da sind die Vampir-Nachtsauger. Die sehen so fast gleich aus, aber... Ich brauche auch noch die Nachtsaugerfelle. Ah, die Nachtsaugerpelze brauche ich ja auch noch. Ich glaube, die mache ich dann vielleicht jetzt mal, wenn wir gerade hier so sind. Wir brauchen nur 5. Die Hoffnung, die zu relativ flott zu kriegen, habe ich schon. Okay, ich hau jetzt mal wieder meinen Streitkolben drauf. Und dann muss ich aber mal gucken, ich muss nochmal nach Unterstadt. Glaube ich. Es sei denn, es gibt da auch einen Lehrer für in Brill. Damit ich endlich weiß, wie man... Damit ich endlich lernen kann, wie man Stäbe benutzt. Damit ich dann auch mal einen Stab benutzen kann. Weil ich finde das so nervig mit dem, Streitkolben. Auch wenn das so die klassische Priesterwaffe ist. Ich bin kein Freund des Streitkolbens. Und Stab sieht einfach cooler aus. Ja, ja, ja. Okay. Das sind die falschen Nachtsauger. Das sind nicht die, die die Pelze haben. Ich bin mir ziemlich sicher. Die sind wieder woanders. Ich muss nochmal die Quest lesen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es wieder andere Nachtsauger sind, die wir dafür brauchen. Das ist mal wieder das Problem. Oh Gott. Der steht ja auch noch die ganze Zeit. Okay. Na gut. Zerbrochener Fangzahn, das ist nicht das Richtige. Oh. Geschwächte Seele. Na danke. Ich trinke mal was, ein bisschen Wasser. Und ich packe mal hier das verkohlte Wolfsfleisch rein, das tolle. Das selbstgebraute, gekochte. Gebraute, alles klar. Ja, mal gucken. Also ich bin mir nicht sicher, ob die das sind oder nicht. Vielleicht, also man weiß es ja immer erst, wenn es das erste Mal gedroppt hat. Ne? Obwohl, die zeigen das auch nicht an hier. Meistens wird das ja... Normalerweise wird das ja angezeigt, ne? Ob die das droppen, was man braucht. Okay, ich gucke jetzt mal eben in der Quest. Naja, nein. Hier ist einfach nur, bringt mir 5 Nachtsaugerpelze. Und die Quest ist gelb, weil so ungefähr alle Quests, die wir hier am Anfang kriegen, gelb sind. Also grün werden die erst, wenn wir weiter gelevelt sind. Huch. Die falsche Kombo gedrückt. Ich wollte die rechte Maustaste drücken und nicht die linke. Ich gehe jetzt nochmal zurück und versuche es da nochmal mit den Nachtsaugerpelzen. Ist zwar doof, aber wir haben ja ein bisschen was Kräuter gesammelt in der Zwischenzeit. Ist auch nicht schlecht. Hier sind natürlich auch welche. Meine Güte, hier geht's echt ab im Suche nach Gruppe-Chat. Aber da sind wir noch weit von entfernt, dass wir in irgendeine Instanz gehen können. Also von daher... Kann ich den eigentlich ausschalten? Den... LFG... Ich weiß nicht, irgendwie finde ich es niedlich, wenn sie da so rumhüpfen. Okay. Da oben sind auch... Aber die haben auch nicht da stehen, dass sie Pelz droppen, ne? Irgendwo hier muss doch noch...
Was ist denn eine Friedensblume doch immer hier oben? Da. Oh, Fehlversuch. Ich meine, es ist 25 oder 30 ist der nächste. Bin mir nicht sicher. Ich gucke jetzt mal gerade. Nee, Quatsch. Hier ist es. Fertigkeiten. Doch 25. Ich glaube, der nächste Schritt ist... Oder es ist jetzt schon bei 25 der Punkt. Müssen wir mal gucken. Wenn das nächste Kraut dann grün ist, dann ist klar, dass es nicht mehr... also, dass der Cap auf 25 ist. Na? Okay, die droppen die. Okay, dann sind das die Nachtsager hier in der Umgebung. Okay. Leider. Müssen wir doch erstmal die hier machen. Okay, sie ist nicht mehr rot, sondern es ist... Oder nicht mehr orange, sondern es ist gelb. Und mit 30 ist dann wahrscheinlich, dass es grün wird. Dann müssten wir jetzt auch etwas leichter die Sachen pflücken, mit weniger Fehlversuchen. Das Schöne ist, dass wir bis hier einen Erholt-Bonus haben. Das finde ich jetzt sehr gut. Okay. Ich überlege, ob wir dann gleich auch nochmal eben... Also ich glaube, ich gehe einfach eben schnell nach Unterstadt und lerne dann da Stäbe. Damit ich, wenn ich das nächste Mal einen Stab finde, dass ich den auch einsetzen kann. Wenn ich da recht erinnere, mussten wir die Waffenfertigkeiten ja lernen. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass man auch hier schon als Priester einen Stab benutzen konnte. Okay, Mana ist niedrig. Dann haben wir mal mit Streitkolben drauf. Dem machen wir ja auch durchaus Schaden. So ist es nicht. Es ist nur, dass der... Zauber natürlich mehr Schaden macht. Außer... Ja doch, wir haben getroffen, aber es war jetzt gerade nicht so gut. Ich trinke jetzt mal nur Wasser. In der Zwischenzeit müssen wir eigentlich unsere Gesundheit auch komplett regeneriert haben. So. Sind die eigentlich auch zum Kochen, die fleischigen Fledermausflügel? Bestimmt, das klingt so nach einem Koch, nach einer Kochzutat. So fleischige Fledermausflügel. So wie... Halt... Hähnchenschenkel oder... Ach komm, hau einfach so drauf. Wir brauchen aber keine fleischigen Fledermausflügel, sondern wir brauchen Nachtsaugerpilze. Die droppen alle keine Pelze. Vielleicht ist da auch ein Unterschied zwischen den Nachtsaugern? Ich weiß es nicht. Dass die einen mehr Pelz haben und die anderen fleischigere Flügel. Okay, es sind vielleicht die Level 6 Nachtsauger, die die Flügel, die Pelze droppen und obwohl das war auch ein großer Nachtsauger. Gehen wir trotzdem mal da. Thank you.
Okay, das war jetzt... underwhelming. Eine Kralle. Naja. Vom Weg in Richtung Unterstadt nochmal gucken, ob wir dann vielleicht die fehlenden beiden Pelze noch kriegen. Und dann können wir in Unterstadt auch den Faden kaufen. Ist dann egal. Das lädt immer noch auf. Ja. Ach Gott, jetzt fällt sie um. Na, lass dich nicht so oft betäuben von der blöden Fledermaus. Nee. Okay. Vielleicht waren es aber tatsächlich nur die Level 6er. Ich weiß es nicht. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ja, ja, jetzt. Oh nein, jetzt haben wir so einen blöden Schattenhund hier auch noch. Ich lauf mal runter. Oh, ich lauf mal hier lang. Ich möchte jetzt nicht sterben. Das kann ich im Laufen machen. Boah. Blöder. Der blöde Hund. Das war auch irgendwas höherstufiges. Der war nicht Level 5 oder 6. Oh nein, dass die immer wieder stehen. Der ist Level 8. Okay, hast du die? Yes. Okay, dann fehlt uns noch ein Pelz. Okay, jetzt gehen wir mal nach Unterstadt. Ich könnte natürlich den Ruhestein in Unterstadt setzen, aber das werde ich jetzt nicht tun. Das ist ein bisschen blöd. Was wir natürlich einfach mal machen könnten, ich mal eine Folge mache, in der ich mal nach Ogrimmar mit dem Zeppelin und einmal nach Gromgol reise, dann haben wir erstens die Punkte schon, dann kann ich mir da auch Flugpunkt holen. Also zumindest in Gromgol. Ich glaube, Ogrimmar kann man nur mit dem Zeppelin zu diesem Zeitpunkt, also da kann man nicht rüberfliegen mit Greifen, Fledermäusen, was auch immer. Aber wenn ich mir da die Flugpunkte schon mal hole, wäre das ja vielleicht ganz gut. Hier ist übrigens, na, hier ruht König Tirenas Medithil der Zweite. Der letzte wahre König von Lordaeron. Groß waren seine Taten, lange währte seine Herrschaft, undenkbar schien sein Tod. Möge der Vater unschuldig an des Sohnes Taten ruhen, möge die blutige Krone verloren und vergessen bleiben. Ja. Na, also. Der Vater von Arthas. Na, jetzt. Ich weiß gar nicht, wo wir hin können. Hatte ich eigentlich irgendwelche Flugpunkte? Ich glaube, ich habe noch keinen Flugpunkt außer dem hier. Müsste ich einmal gucken. Rein spaßeshalber einmal gucken. Ob ich überhaupt irgendeinen Flugpunkt habe, zu dem ich kann. Ich bin verlassen. Ich habe noch gar keinen gefunden. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Händler für Rüstungen? Nee, ich brauche nicht Händler für Rüstungen, sondern Fertigkeiten. Ich wollte hier einmal hin. Ach, das ist der Schneider für Gildenwappen. Ich sah da nur Schneider und dachte so, ach ja. Aber da brauche ich nie wirklich hin. Ich hätte mal so eine Wache einfach fragen sollen. Das wäre einfacher gewesen. Ich weiß auch nicht, ob es im Magieviertel irgendwie...
war jetzt einfach mal so eine grobe Vermutung, dass es ja hier die einen Lehrer geben müsste. Das ist Sucher Thompson. Den kann ich... Der ist keine Wache. Das ist... Nein. Stoffrüstmeister der Horde. Stoffrüstungshändler. Habe ich irgendwas, was ich dir verkaufen kann? Ja, habe ich. Ich weiß nicht, was man mit denen machen kann. Ich werde die mal im Inventar lassen, falls es doch tatsächlich ein Rezept dafür gab. Vertraut, ich bin mir jetzt niemandem. Gerade echt nicht sicher. Schneider, Schneider, Schneider. Was jetzt? Ja, kann ich nicht benutzen, aber... Begrüßt ich den genau Schatten. Das, was ihr braucht. Das ist alles stufenmäßig fürchtet höher, deswegen... Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, dass es doch hier Lehrer gab für Waffenfertigkeiten. Ich bin mir da wirklich sicher. Hier ist niemand unterwegs, den man mal fragen konnte. Kriegsviertel, Schmiedekunst, Händler für schwere Rüstungen, Waffenmeister. Wohl PvP, das klingt irgendwie was eher nach... jetzt? Da, ich möchte eine Waffenausbildung. Dolche. Vorsicht. Ich will nicht Dolche. Ich will Stäbe. Verdammt. Bergbaulehrer. Bergbaubedarf. Bogenhändler. Das war zumindest nicht falsch, der Gedanke, aber... Wo um alles in der Welt finde ich Lehrer für Stäbe? Sehr, sehr seltsam. Aber... Okay, was geht denn hier ab? Ist bestimmt irgendwann später eine Quest oder so, für die ich hier hin muss. Okay, jetzt hier, dich kann ich fragen. So. Ein Lehrer für... der Kampfmeister ist, glaube ich, für... Ja, ja, nee, das ist was anderes. Für einen Beruf? Nee, 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 nee. Klasse. Priester. Äußere... Ja, ja, ja. Hier gibt es auch später eine Quest. Hier ist die Priesterlehrerin. Okay, hier sind sie. Oh. Vielleicht gibt es hier dann auch einen Lehrer für Stäbe. Und wer seid ihr? Okay, haben wir vielleicht irgendwas? Der ist erst ab Stufe 12 alles, was der hat. Das heißt... Leb wohl. Kriegerlehrer. Kriegerlehrer. Finde ich interessant. Kriegerlehrer und Priester zusammen. Das ist bestimmt die Banshee, die da rumsteht. Noch ein Priesterlehrer? Ich bin von den Verlassenen. Ich klick das an, damit die Markierung weg... Jetzt ist sie weg, okay. Was benötigt ihr? Unsere Zeit wird kommen. Ich hätte einfach ganz furchtbar gerne gelernt, wie man mit Stäben umgeht, aber scheinbar kann ich das hier nicht. Magielehrer. Ich weiß es nicht. Ruinen von Lordaeron, Magiefälschung. Ich verstehe es nicht. Es müsste doch eigentlich hier einen Lehrer geben. Verstehe. Ich könnte das jetzt im Chat fragen. Aber irgendwie komme ich mir gerade ein bisschen doof dabei vor, dass ich das nicht finde. Darum suche ich jetzt lieber nochmal alleine. Übungsattrappen. Unteroffizier. Nee, 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 nee. Mit denen kann man nicht interagieren. Da hinten ist diese Gruppe irgendwas Typen. Was ist denn eigentlich hier nochmal?
Wasserkanäle. Hier kam man irgendwo aus. Ich weiß aber nicht mehr genau wo. Gucken wir mal. Ach, das ist das, wo die Fledermäuse langfliegen, glaube ich. Wenn man mit der Fledermaus nach Unterstadt kommt, dann kommt man hier rein. Ja, genau. Hier geht es dann auch halt wieder raus nach Tiris Fall. Können wir mal eben hier einmal langlaufen, dann haben wir den Weg auch. Das ist, wenn wir jetzt gerade schon hier sind, ist es auch egal. Jetzt eh schon 5 Kilometer umgelaufen. Okay, ich weiß nicht, wo ich Stäbe lernen kann. Ich werde das nochmal eruieren. Das wäre jetzt doof, wenn ich nur Dolch lernen könnte. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich... Oh, hier triggert es diese Unterstadtmusik, die ich so cool finde. Ah! Und wir sind noch nicht in Tiris Fall. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Genau, wir sind hier. Und das ist der südliche Turm, zu dem wir ja auch für... die scharlachroten Insignien ringen müssen. Ja, das zeigen die. Die zeigen hier tatsächlich gar nicht an, ob die irgendwas von dem droppen, was wir brauchen. Das hatte ich wieder verwechselt mit dem Retail-WoW, was ja dann immer anzeigt, was die Gegner droppen und alles. Aber meine Herren. Guck mal, der hat auch einen Stab. Der ist ein Missionar. Das ist doch ein Priester. Ich will auch einen Stab. Ich finde das einfach besser als diesen doofen Streitkolben. Okay. Ah. Aber er hatte keinen Siegel, keinen Insignienring. Möglicherweise sind die auch woanders. Zeloten muss ich aber auch. Hier ist eine Friedensblume, die wir noch pflücken können gleich. Blöder Schattenhund. Wenigstens macht das noch ein bisschen Schaden, denen. Das ist sonst echt doof. Das hat jetzt irgendwie nicht viel gebracht, ne? Ich nehme mal einen Trank. Ich glaube, ich nehme den auch nochmal eben. Meine Herren. Hier, nimm mal damit Schaden. Nimm mal damit ein bisschen Schaden. Dann. Uiuiui. Sehniges Wolfsfleisch ist natürlich immer gut. Wo ist die Blume? Wieso sehe ich sie nicht? Irgendwo... Da hinten. Ich hoffe, das triggert den jetzt nicht. Nee. Okay. Och, sag mal. Wo kam der jetzt her? Also echt. Da muss man wirklich aufpassen. Muss man erst die Schattenhunde aufräumen, damit man hier in Ruhe sich um die scharlachroten Typen kümmern kann. Meine Herren. Ich mache mal eben schnell eine Heilung. Alles andere dauert mir jetzt zu lang. So. Okay. Ach, ich hätte ja natürlich auch einfach den... hier den Kannibalismus benutzen können. Das vergesse ich immer. Ja, gut. Ich mache jetzt mal... Obwohl, der kommt. Ich mache jetzt mal einen Cut.
Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge an dieser Stelle wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Macht's gut, tschüss, ciao und bis dann.